Ja, ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen Auto. Alles gut. Achso, ja, ich sollte vielleicht auch aufs Gas treten. Einfach immer nach unten. Genial. Ah, davon habe ich schon mal was gesehen hier. Verdammt. So. Das ist, wohl ziemlich gut soll das sein. Das habe ich schon in mehreren Videos gehört, dass das verdammt gut sein soll. Viel Spaß machen. Bin gespannt. Weg damit. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Wow. Komm mal halt hier lang. Mann, hier steht so viel Schrott in dem We Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Nee, ich will aber lieber nach oben. Verdammt, ey. Wo fahre ich denn hier? Ich sehe wieder nichts. Kamera. Sam schafft's nicht, wenn wir da nicht runterkommen. Ja, ich fahre ja schon. Wow. Eigentlich wollte ich da nach links. Oh, schon wieder so eine Rost, glaube ich, ja. Was soll das eigentlich, dass die Kamera immer auf einmal dann so zur Seite guckt? Wow. Ach, der hat ein... Die Lenkung ist total führend. Arsch. So. Ne, da kommen wir nicht... Doch, doch, da kommen wir durch, ne? Ich weiß, das hast du mir schon 10-mal jetzt gesagt. Uiuiui. Oh, funktioniert doch. Wow, wow, wow. Dass nicht mal die Polizei auf die Idee kommt, hier hinzukommen. Oder Armee. Aua. Mann! Mann, Kamera! Kannst du einfach mal hinter dem Auto bleiben? Was soll das, ey? Ich will das Auto nicht von der Seite betrachten. Was für eine Treppe? Boah, ey. Geht mir nicht auf den Nerv hier mit euren Autos. Und die blöde Kamera, ich will nicht von der Seite gucken. So, jetzt bin ich ja wieder hier, ne? Was hat's ja jetzt gebracht? So, dann fahren wir nochmal hier durch. Steht da noch ein bisschen was, steht noch. Ich weiß immer noch nicht, welche Treppe der meint. Ist hier irgendein... Ne, toll. Tolle Sache. Welche Treppe meinst du denn? Ich sehe hier keine Treppe. Mann! Hier steht so viel Schrott im Weg. Es gibt hier doch nur den einen Weg. Ja, schön. Ach, die Treppe meinte er. Los geht's. Naja. Okay. Mann, Ray will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du echt? Wow, wow, wow. Weg damit. Hey Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Ha. Naja. Ist jetzt auch... Aber eine für sich können wir hier schon mal hin, ne? Wow, 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 echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Fahr herum. Festhalten. Ah, Mann! Kamera! Ey, Bagger, hörst du mal eben kurz auf? Hör auf zu jammern. So, das ist alles gut. Okay. Daran soll der Laster mal vorbeikommen. Buddeln die einfach so ein Loch mitten auf der Straße. Ja, habe ich vor. Das gleiche habe ich nämlich auch gedacht. Oh. Doch, geschafft, locker. Oh, oi, oi, oi. Da fahren wir geradeaus, weiter. Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Oi, oi, oi. Kommen wir zu ihm! Keine Ahnung! Folge einfach diesem Konvoi da!
Mann, Mann! Haben Sie langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, also. Nö. Noch nicht. Uah! Uah! Meine Güte! Oh, oh. Wo fahre ich jetzt gerade lang? Ne, ich glaube, ich muss hier lang. Ja, jetzt kommen wir zumindest da in den Tunnel. Nicht rein. Verdammt! Dann halt hier außen rum. Schöner Baum. Ich komme auf jeden Fall nicht da drauf. Das ist mein Problem. Wow. Wow, 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 wow. Ich will rauf, ich will rauf, ich will rauf, ich will da rauf. Ich. Aua. Hoch. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Ja, Hauptsache, ich sag's zu dem Schiff aus dem Weg, ne? Ah, hallo, zieh dich doch nach oben. Alter Falter. Ah, aua! Ah! Wow, 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 wow. L2, so. So, auf wen soll ich denn schießen? Da. Yo, ey, ist klar, ich schlitter hier. Weg mit dir. Ja, genau, bin ich auch dafür. So. Ich glaube, ich muss ein Stück weiter nach vorne. Waha! So war das nicht gedacht. Toll. Ein Schuss und ich muss nachladen. Jetzt geht doch mal rauf da. Rauf. Hep. Ra. Hau ihn um da. Das sah jetzt irgendwie nicht schön aus. Das schon eher. Zack. Ich seh ihn nicht. Was bist du denn hier? Hauptsache immer, die Karre explodiert immer, wenn ich auf den Fahrer schieße. Also ich würde ja an deiner Stelle woanders hinfahren. So. Einmal den bitte weg. Guten Tag. So. Den hätten wir auch weg. Dann haben wir noch ein Motorrad. So, du hast deinen Schützen gerade verloren. Ich wollte hier woanders hinfahren. Mann, wie viele gibt es denn von euch Typen hier? Mann, noch ein Motorrad. Und noch ein Auto. Vielleicht keine Munition mehr. Ja, toll. Mein Auto brennt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier runter. Hallo, ich stehe hier in Flammen. Und tot. Also ich glaube, ich muss auf ein Auto springen. Oder? Kann das sein? Hey, was soll das denn? Oh, du machst jetzt den Abgang hier. Ja, hau einfach in der Luft. So, Problem gelöst. Es ist aber jetzt hier... Mann! Genug von euch. So. Einmal den weg. So, das ist jetzt mein Auto. So. Du fährst jetzt woanders mit. So. Wo ist jetzt Sally, wenn man ihn braucht? Klong, 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 klong. Ich glaube, ich muss auf das nächste Auto. Den LKW. Mann, warum darf ich... Was machst du denn hier? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. Ist klar, Junge. So. Aber Motorrad, weg. Jetzt darf ich schon wieder Matsch surfen. Naja, ich komme da schon ran.
Warum kann ich eigentlich nicht schießen? So, schieß doch! Los, ran da! Jetzt mach schon! Ey, was ist das denn? Warum hat der denn nichts gemacht? Ich konnte nicht schießen, er hat nicht geschlagen, gar nichts. So. Aber schon mal ein weniger. So, einmal die AK. So. So was brauchen wir nicht. Was machst du denn? Ich hab dir doch nicht gesagt, du sollst da runterspringen. Mann, hier sind definitiv zu viele Beteiligte. Boah, da drauf da. So, mach einen Abflug. So, du machst auch einen Abgang. Komm schon. So, du weg. Boah, ich seh nix. Boah, diese bescheuerte Kamera, ey. Mann. Was ein Bullshit. Nur diese Kamera so bekloppt zu drehen. Und er knuscht alle Wände hier. Weg mit dir. Weg. Weg. So. Schön wieder hinterher. Man, eigentlich durfte er gar keine Verfolger mehr haben. Hey Brüderchen! Wow. Komm näher! Versuch's! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Tja, das Auto ist jetzt erstmal hin. Oh je. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ah, das Feuer sieht echt gut aus, ne? Ich muss hier raus. Ja, das will ich ja, aber. Ja, warum machst du denn nichts? Ja, bleib noch ein bisschen liegen. Das Feuer sieht richtig schön aus. Du fackelst gleich ab, Mann. Mann, mach doch irgendwas. Komm schon. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Verdammt, das ist nicht gut. Zack. Natürlich lebe ich noch. Wäre das Spiel jetzt zu Ende. Oh nein, nicht der. Los, fahr du jetzt. Ich will nur noch schießen. Aber gegen die Gepanzerten bringt mir das nichts. Und was soll ich denn da schießen? Das interessiert den gar nicht. Okay, also ich glaube nicht, dass ich jetzt Game Over bin. Okay, anscheinend doch. Ja, mach ich ja. Was soll das bringen? Hauptsache, ich bin doch Game Over gegangen, weil ich zu wenig geschossen habe. Aber letztendlich macht das keinen Unterschied. Also er ist schon ganz schön Schrott, ne? Also der Fahrer war auf jeden Fall lebensmüde. Heilige Scheiße. Ja. Alles klar? Ja. Hey,
verschwinden wir. Naja. Wir haben es überlebt. Beim zweiten Anlauf. Aber grafisch sieht das einfach immer nur ziemlich geil aus. Also das Auto hat auch schon ganz schön gelitten. Der Verleiher wird sich freuen. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir. Dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Oh. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake, mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst.
Hey, was machst du? Lauf hier nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Tja, das musste ja schief laufen.